I hate your fucking fuck fuck bitch fuck. Hey, Benny Hedder. Sieht gut aus. Okay, der war ziemlich sauber. Ich kann hier nicht stehen. Das ist zum Kotzen, echt. Weil es ist einfach zu schmal. Ich bin ja schon mal gestanden, aber das war vielleicht dann irgendwie, weil ich dann direkt danach gestorben bin. Gestorben, ja, ich war tot, genau. Weil die Rampe, die muss dafür gut sein. Das war ohne Scheiß. Das ist so wieder voll auf dem falschen Dampfer, ey. Ich kenn mich doch. Boah, ja, komm, er war perfekt. Das war doch bestimmt eine Runde, die ich da drum gequatscht bin. Ich will da auch nichts stehen müssen oder so. Ich will einfach nur hin. Okay. Was? Ey, ich bin da nur gegen gegangen. Also nicht nur geknallt, sondern auch mit Dreieck und so. Halt grinden. Das ist doch echt zum Gurzen. Sehr gut. Okay. Steh denn doch mal, du Arschloch, Mann. Ich muss ein bisschen austicken noch. Ich muss ein bisschen austicken, bevor ich diesen Lauf beende. Okay, hab die Schnauze geflogen, sehr gut. Also wenn es jetzt nicht noch wirklich nämlich so einen richtigen geheimen Bereich gibt, dann habe ich hier jetzt aber auch schon alles durchschaut. So groß ist das Level ja glücklicherweise nicht. Gibt es hier irgendwo Pumpen oder irgendwie so einen Scheiß? Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen meinen Forscherdrang wieder nachgehen. Mein Forscherdrang. Auch. Soll ich auf die Schnauze fliegen und so. Ist die Rail hier für irgendwas gut oder nicht? Little Corner Grind. Das ist auf jeden Fall ein Gap. Okay, gut. So, versuchen wir es nochmal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das ist, weil es ist wirklich so gottverdammt knapp bemessen. Ich kann mir genauso wenig vorstellen, dass ich hier einmal drum grinden muss, weil es einfach brutal ist. Ich habe nicht mal eine halbe Runde geschafft. Darf ich mich auch noch erinnern? Also, ich kann mich daran überhaupt nicht mehr erinnern. Ich habe das falsche Spiel eingelegt, oh mein Gott. Nein, das ist schon Tony Hawk 2. Könnt ihr euch sicher sein. Nicht wahr? Genau. Oder gibt's hier irgendwo ein Ventil oder so? Vielleicht irgendwie auf einer Whale, die auf dem Dach ist oder irgendwie so ein Scheiß. Okay. Ich bin so. Hab ich da. Nee, oder? Wenn's das ist, ne? Dann mache ich gar nichts, weil es wird das höchstwahrscheinlich sein. Ich hatte nämlich gerade was auf dem Dach gesehen. Wo ich gerade von den Ventilen sprach. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Wie viel Zeit habe ich damit jetzt verschwendet? Wenn ihr Lust habt, guckt gerne nach. Wann ich damit begonnen habe, den Brunnen trockenlegen zu wollen. Ach, ich bin so ein. Das ist auch nicht zu glauben, echt. Okay, wir haben trotzdem noch nicht alle Geldscheine. Was natürlich jetzt nicht so schön ist. Ach, fuck. Na? Ich wüsste jetzt aber allerdings auch nicht, wo es noch welche sein könnten. Jetzt geht's wieder los. Also am Anfang lief's gut. So die leichten Sachen. Dann kam ein bisschen was mit Suchen. Dann habe ich das beendet. Und flugs in dem gleichen Moment, wo ich das eine beendet habe, kommt das nächste mit Suchen. So schön. Sehr gut. Okay, quiet up them stairs. Da oben. Was ist das?
Ich vermute mal, dass es dann irgendwo oben sein müsste. Oder im Park vielleicht noch. Hab ich im Park vielleicht irgendwann übersehen? Mal schauen. Sichtbare Grafik aufbauen. Ist ja jetzt nicht gerade Pluspunkt für ein Spiel. Hier vielleicht. Okay, da ist kein Geldschein. Leider, leider, leider. Sieht hier aus. Den habe ich auch schon geholt. Sind keine mehr. Da ist noch einer. Ich habe nichts gesagt. Das ging ja jetzt. Also, wenn der ist jetzt war, der letzte, bitte, bitte, bitte. Jawohl! Da ging es ja doch relativ fix. Mit dem Geldschein zumindest. Also, mit dem Brunnen, da will ich kein Wort mehr drüber verlieren. Aber der Rest ging ja relativ fix. Dann gehen wir auf Lauf beenden und sehen. Bam, 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 bam. Haben wir Philadelphia einfach mal komplett niedergemacht. Komplett gerockt. Oder gekillt. Oder geschafft, vielleicht auch. Ja. Speichervorgang erfolgreich, sehr gut. So, gib erstmal ein bisschen Geld aus. Haben wir wieder ein bisschen Geld. Ein bisschen so gut, wir haben eigentlich einen ganzen Arsch voller Geld. Jetzt können wir eigentlich, glaube ich, unsere Stats auch komplett aufleveln. Oh, ich streck mich gerade, oh mein Gott. Oh. Stats verbessern. Und noch die Lip Balance. Auch wenn ich die nie benutzen werde, aber einfach der Komplettheit halber. Damit wir uns vollkommen aufgelevelt haben. Dem, 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 sehr gut. Weiter. Jo. Okay, dann gehen wir mal ins Skate Shop und gucken nochmal, was sie da so für schicke Boards haben. Zero Team, Ultimate, bla 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 bla. Was? Doch, ich will. Waze, bla bla. Paolo 2. Medium Shorties. Monster. Bloody Nose. Und das war's. Nehmen wir das Bloody Nose. Ja. Achsen sind auf normal gestellt. Also ich kann eigentlich irgendwie mit allen Sachen da irgendwie so ein bisschen fahren. Das macht für mich jetzt keinen großen Unterschied, als dass ich dann denke, oh mein Gott, das Spiel ist jetzt so schwierig, ich kann's nicht. Aber nur 4500 Dollar reicht nicht für einen Trick. Gut, machen wir einfach mal weiter. Und nun kommt die dritte Competition und somit, wie man auch sieht, das letzte Level. Die Stierarena Mexiko. Merico, Merico, Merico. Einladung zum Wettbewerb Nummer 3, die Bullhorn Brawl. Drei Runden pro Skater, Skater mit Besten, bla bla bla. 65.000 Euro, mein Gott. Dollar, Entschuldigung. Also wenn wir das geschafft haben, können wir uns eigentlich noch ein paar Tricks holen. Viele andere Geldscheine zum Beispiel das Level, bla bla bla. Toro, Toro, Toro. Okay. Hier ist sogar ein Helikopter, oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, die Musik ist tot. Ich glaube, wir versuchen erstmal einfach nur Gold zu holen. Wir kümmern uns dann um die Geldscheine. Weil ich meine, mich erinnern zu können, dass es eigentlich recht unangenehm war, dann die Geldscheine zu holen. Wir können mit dem Manual können wir ein bisschen Multiplikator holen. Mein Gott, war das knapp. Wie man sieht, gibt es hier einen ganzen Arsch voller Punkte. Also, die sind aber, glaube ich, auch notwendig. Oh mein Gott, war der geil! Meine Fresse! Krieg ich ja einen halben Orgasmus, ey. Ich weiß, ich habe gesagt, es ist langweilig, aber ich will es einfach mal gerade ein bisschen beschleunigen. Nein! Nein! Warum? Das wäre so ein geiler Lauf gewesen, verdammte Scheiße! Jetzt verkacke ich es aber noch total. Nein, nein, nein! Wie man sieht, gibt es ja auch einen Stier, ja. Ja. Ich wäre so gut gewesen, wenn ich jetzt nicht die letzten drei. Wenn die letzten 10 Sekunden nicht gewesen wären. Das wäre richtig gut gewesen. Okay, ich bin trotzdem Erster, das ist doch schön. Also die zweite Runde einfach nochmal genauso machen. Dann dürft ihr eigentlich schon goldsicher. Okay. Ja. Okay. Uff da. Sehr gut. Madonna. Nein, noch nicht. Crossbow. Ach, scheiße. Wollte ich einen Airwalk machen? Ich hab's aber verpeilt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Ich will nur weiter grinden. Verdammt.
Ja, hier gibt es einen Bullen, wie man sieht. Der sehr geil animiert ist, wie man auch sieht. Ich hol dich, alter Scheißbulli, ich bin schneller als du. Das wäre so gut gewesen. Was mache ich denn da immer für einen Scheiße? Ich hasse mich doch. Andale, andale, arriba, arriba. Okay. Okay, ich kann noch ein bisschen was reißen, wenn ich denn nicht zu übereifrig bin wie gerade eben. Nein, warum? Du kannst doch nicht, ne? Du musst doch nur diese verfickte Whale hochfahren. Nein, jetzt habe ich es wieder versaut, oder? Ja, sieht ganz genau aus. Ich hätte den Sack doch jetzt schon zumachen können, verdammt. 0,1 Punkte, ey, führt er. Das wird nochmal eine richtig spannende Geschichte jetzt, wie wir mal behaupten. Okay, okay. Also hier gibt es auch richtig viele Geldscheine, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Oh mein Gott, 3000 Punkte, das war echt nicht viel. Das ist schon besser als 12.000 Punkte. Boah. Okay. Airwalk 540. Ach so, ach, das ist noch ein Gap. Geil. Nein, ich wusste es. Da wollte ich wieder zu viel. Das können wir ganz tolle Lip-Tweaks machen. Ja, ganz viel. Ah, da wollte ich auch schon wieder zu viel. Ich hab's versaut. Ich hab's versaut. Wenn mir jetzt nicht noch ein richtig geiler Clou einfällt, wie ich das jetzt noch retten kann, hab ich's versaut. Okay. Ich muss ja irgendwie noch ein bisschen was mit Grinden retten. Okay. Nein. Ich hab's versaut. Es tut mir leid, Leute, dass ihr es jetzt nochmal alles nochmal ansehen müsst. Aber ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen. Ich werde jetzt versuchen, erstmal die Geldscheine zu holen, weil das ergibt nämlich mehr Sinn. Bla bla bla, Silber. Ich wurde so eine Medaille gewonnen, entspann dich. Bum bum. Drei Medaillen sind ja ganz nett, aber wenn du der Beste sein willst, brauchst du alle Goldmedaillen. Ja, yeah, ich hab's auch selbst versaut. Wie auch im ersten Teil, wenn man das Spiel einmal geschafft hat, so gesehen, zwar noch nicht mit besten Werten, aber wenn man drei Medaillen hat, kriegt man halt dieses Bales-Video. Ist ja schon eine Tradition. Nö, nicht speichern. Jedenfalls, was ich gerade sagen wollte, ich find's jetzt sinniger, erstmal die Geldscheine zu holen, weil nämlich, danach nämlich direkt die Endsequenz kommen würde. Und das finde ich dann ja besser, wenn wir dann bis dahin noch alles geschafft haben. Ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, dass es hier in dieser Kuhkacke, also in dieser Stierkacke, nämlich die, die so auf, die hier so grün unterlegt sind. Ah, seht ihr da jetzt vielleicht diesen hier, den ich jetzt überfahre? Oh, sind Geldscheine drin. Frag mich nicht, warum der Geld kacken kann. Was? Ich hab den nicht eingesammelt. Oh mein Gott, der kommt gleich wieder. Der Stier. Oh. Eieieiei. Oh mein Gott, wir haben 75 Punkte. Wie hast du denn gemacht? Oh, da war auch grün. Grüne Kacke. Wo ist grüne Kacke? Da ist grüne Kacke. Sehr gut. Ich höre den Stier kommen. Da war bestimmt auch grüne Kacke. Sehr gut. Oh Mann, ich weiß natürlich nicht, ob ich jetzt die ganze grüne Kacke hier in den Dings gefunden habe oder nicht. Da ist noch eine. Okay. Scheiße. Ah, egal. Wir holen dann erstmal jetzt die, ja, die besser zu sehen sind. Wenn wir dann nämlich keine mehr sehen, können wir dann immer noch mal da unten gucken gehen. Jetzt muss ich nur noch mal kurz überlegen, wie man da hochkam. So, das nicht funktioniert. Uff. Ja, es wäre zu schön gewesen. Boah, ey, du sollst da hochspringen. Hansen. Woozy Rolling Gepper.
Nein. Uff. Ah, ey. Ich krieg halt eben nicht mehr hin, da so. Ist ja echt bescheuert, oder was? Ja, genau, das wollte ich machen. Nicht so weit. Genau. So. Gut. Wir müssen einmal hier hoch. Nicht so. Nein! Ah, guck mal, da doch. Scheiße. Nein, das war zu viel. Zu viel des Guten. Wettbewerb neu starten. Jedenfalls sind oben praktisch so überkreuzt. Da seht ihr da diese Whales. Und ja, die müssen wir jetzt halt irgendwie erreichen. Das geschieht mit Hilfe von dieser Pipe, wenn wir dann über diese Rampe fahren. Oh mein Gott, wir haben nicht genug Schwung, glaube ich. Nehmen wir lieber die nächste. Und ganz oben an die Markise müssen wir auch noch dran. Wie wir da rankommen, muss ich noch mal gucken. Weiß ich mir so genau. Aber kriegen wir schon hin. Jawohl! Ja! Und es gibt 2 Geldscheine pro. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ist egal, ist egal. Das macht gar nichts. Also hier. Uah, ja, ja, okay. Yeah. Und. Oh. Jawohl. Ach, sehr gut. Okay, so kommt man da vielleicht auch dran. Weiß ich aber nicht. So, das wäre aber ein Scheißversuch, deswegen machen wir den Wettbewerb neu starten direkt wieder. Jetzt haben wir die da oben schon mal. Jetzt gibt es noch die an den Markisen. Da oben zum Beispiel. Ich meine, wir kommen da auch so hoch, wirklich. Mit Boneless. Wenn wir dann nur hier ein bisschen Schwung holen. Uff, und dann. Jawohl. Allerdings hat das leider nichts gebracht, weil ich in die falsche Richtung gegangen bin. Shit happens. Ja, genau. Nein! Scheiße. Wo muss man springen für, um die zu bekommen? Das ist aber gut zu wissen. Wow, 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 wow. Hep und bisschen Schwung holen und. Ach, fuck, das war zu steil. Ja, es ist schon recht knackig hier. Neu starten. Wie viele sind denn da? Waren da 2 oder? Ich meine, da waren 2, ne? Einer. Ne, war doch nur einer. Wahrscheinlich auf der anderen Seite entsprechend nochmal. Machen die ja gerne.